Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Eine der ersten Apps, die ihr auf eurem Xiaomi 11T installieren möchtet, ist wahrscheinlich WhatsApp. Wie ihr WhatsApp installieren könnt, das zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr bei eurem Xiaomi 11T WhatsApp installieren könnt. Wahrscheinlich nutzen viele von euch WhatsApp und es ist vielleicht eine der ersten Apps, die ihr eben installieren wollt. Und das Ganze funktioniert auch wirklich super einfach. Wir gehen dafür einmal in den App Store und geben dann hier einfach mal bei der Suche WhatsApp ein. Und das wird hier sicher euch auch schon direkt vorgeschlagen. Wir können dann hier einmal noch auf die Informationen bezüglich der App gehen und dann sagen wir hier einfach installieren. Warten einen Moment ab. Wir sehen das auch an diesem Kreis. Das Ganze dauert einen Moment, wird installiert. Und dann haben wir die Möglichkeit, das entweder hier direkt zu öffnen oder aber wir gehen hier einmal zu unserem Homescreen zurück und sehen dann jetzt auch hier WhatsApp. Wir können da dann einmal draufdrücken und sehen dann schon Willkommen bei WhatsApp. Lies bitte unsere Datenschutzrichtlinie, tippe auf Zustimmen und Fortfahren, um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen. Das heißt, wenn ihr hier einem zustimmt, dann könnt ihr einfach sagen Zustimmen und Fortfahren und werdet aufgefordert, eure Telefonnummer einzugeben. Denn WhatsApp muss eure Telefonnummer einmal verifizieren und dann könnt ihr das Land auswählen und dann eben eure Telefonnummer einmal eingeben. Sobald ihr das gemacht habt, sagt ihr dann einfach weiter. Dann wird euch nochmal angezeigt, welche Telefonnummer ihr eingegeben habt. Das heißt, ihr überprüft das Ganze am besten noch einmal und sagt dann okay. Und dann müsst ihr eigentlich nur warten, bis ihr eben eine SMS zur Verifizierung bekommt. Bei uns passiert das Ganze jetzt hier schon automatisch. Ansonsten würdet ihr hier einfach den Code aus der Nachricht einmal eingeben. Dann geht es auch schon weiter. Um dein Backup auf Google Drive zu finden und wiederherzustellen, erlaube WhatsApp-Zugriff auf deine Kontakte und die Fotos, Medien und Dateien auf deinem Gerät. Das wollen wir jetzt in diesem Fall nicht jetzt machen. Und dann kommen wir auch schon direkt zu unserem Profil. Füge bitte deinen Namen und optional ein Profilbild ein. Das heißt, wir hatten jetzt hier schon mal ein Bild hinzugefügt. Ansonsten könnt ihr aber einfach entweder direkt ein Bild aufnehmen oder natürlich auch auf alle Bilder in eurer Galerie hier zugreifen. Ihr müsst dann nur einmal den Zugriff erlauben. Bei uns sind jetzt hier in diesem Fall noch keine Bilder, aber ihr könnt dann ein beliebiges Bild auswählen und als Profilbild einrichten. Dann könnt ihr hier auch euren Namen einfach einmal eingeben. Ihr habt auch die Möglichkeit, Emojis hinzuzufügen und dann sagt ihr einfach weiter. Und schon habt ihr euer WhatsApp-Profil soweit erstmal eingerichtet. Wir sehen dann jetzt hier die übliche Übersicht und zwar sind wir im Reiter Chats. Das heißt, hier würden jetzt eure Chats auftauchen, wo ihr euch dann durchscrollen könnt. Unter Status findet ihr die verschiedenen Statusmeldungen. In unserem Fall gibt es jetzt noch keine und wir haben auch selbst noch keine erstellt, aber ihr müsst nur einmal tippen und könnt dann auch selbst eine Statusmeldung hinzufügen. Ihr habt außerdem natürlich die Möglichkeit, auch Anrufe mit WhatsApp zu tätigen und könnt hier links auch direkt auf die Kamera zugreifen. Das heißt, ihr könntet jetzt auch direkt irgendwie ein Bild aufnehmen und das dann verschicken. Ansonsten gibt es die Suchfunktion hier oben, wo ihr nach bestimmten Schlagwörtern oder anderen Sachen in den Chatverläufen direkt suchen könnt und die euch dann hier angezeigt werden. Und hier bei den drei Punkten könnt ihr nochmal Gruppen erstellen oder zum Beispiel aber auch auf die genaueren Einstellungen nochmal zugreifen. Euer Profil, aber eben auch Account, da geht es dann um Datenschutz, Sicherheit, Nummer ändern. Die Chat-Einstellung, da könnt ihr hier noch einiges vornehmen. Benachrichtigungen, Speicher und Daten und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, Freunde einzuladen. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit den wichtigsten Infos rund um WhatsApp und wie ihr WhatsApp auf eurem Xiaomi 11T installieren könnt. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die auch gern jederzeit in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!